Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Immersive Engineering Tutorial. In dieser Episode soll es um den LV Capacitor, um den LV Wire Connector und um den LV Coil gehen. Und zunächst einmal gucken wir uns mal exemplarisch mal die Crafting Rezepte an. Für den Connector brauchen wir das, wir brauchen für den Capacitor das und wir brauchen für den Coil brauchen wir das. Zumindest in meiner Version, die ich habe, nämlich das ist die 1.12.2. Ja, wir haben verschiedene Items. Wir haben einmal den Capacitor, wir haben einmal den Connector und einmal den Coil. Und der Capacitor ist ganz einfach die Speicherzelle. Zunächst einmal. Der Connector ist natürlich, glaube ich, ganz klar, ist das Verbindungsstück. Und wir haben einen Draht, also ganz einfach einen Kupferdraht, einen Draht an der Stelle. Ich habe jetzt hier auch ein isoliertes Kabel genommen, damit es keine Stromschläge gibt. Wir haben für die Speicherzelle haben wir 100.000 Redstone Flux. Wir haben also maximale Kapazität. Wir haben bei dem, also an der Speicherzelle, dann haben wir den Connector, der hat einen maximalen In- und Output von 256 Redstone Flux per Tick. Und das Kabel an sich, das LV Wire Coil, ist an sich etwas stärker, hat nämlich einen maximalen Durchlauf von 2048. So, und ich habe jetzt hier mal so eine kleine erneuerbare Energie mehr hier hingebaut. Und wir fangen erstmal an, das Ganze irgendwie so ein bisschen aufzubauen. Das bedeutet, wir, eins brauchen wir davon. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren LV Capacitor, das heißt, der wird verbunden mit einem Connector und dann kommt hier auch noch ein Connector ran, zack, und dann können wir das beide verbinden, einmal mit einem Rechtsklick und auch hier nochmal einen Rechtsklick und somit ist das Ganze dann auch entsprechend verbunden. Ich bekomme jetzt auch keinen Stromschlag, weil es auch entsprechend isoliert ist. Wir sehen, wir haben jetzt alles nur mit Low Voltage einmal ausgestattet und wir haben jetzt hier unseren Engineers Voltmeter und wir sehen, unsere Speicherzelle wird betankt und wir haben in unserer Speicherzelle Strom. Das ist schon mal sehr gut. Was wir noch kombinieren können, die verschiedenen Voltages. Es gibt ja nicht nur Low Voltage, sondern auch bei Immersive Engineering Medium Voltage und High Voltage. Und die können wir zum Beispiel auch untereinander verbinden. Das bedeutet, wir könnten jetzt hier anstatt einem LV-Wire-Connector, das heißt, wir haben ja jetzt mit dem LV-Wire-Connector maximal 256 Flux, also Redstone Flux per Tick. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch etwas Höheres nehmen, zum Beispiel. Und können jetzt hier zum Beispiel halt sagen, Moment, so, zack, dass wir das einmal abbauen. Und dann könnten wir zum Beispiel auch ein MV nehmen. Zack. Also den MV-Wire-Connector. Können wir den hier ranpacken. Bauen wir den hier ran. Und dann können wir auch das Insulated MV-Wire-Coil nehmen. Und damit hätten wir dann hier einen Durchlass von 1024 Redstone Flux. Ne? Aber wir sehen jetzt halt natürlich beim Durchlassen, also wir haben roundabout so 600, 700 irgendwie so um den Dreh. Also es geht auf jeden Fall schon ein bisschen was mehr durch. Also gerade jetzt bei diesem Windrad, was wir hier haben, würde sich dann auf jeden Fall als Quelle dann auf jeden Fall das MV-Wire, also der MV-Wire-Connector empfehlen, weil das, wie ihr hier an dieser kleinen Übersichtsgrafik seht, ist dann im Grunde genommen die limitierende Sache, weil das Kabel ist es tatsächlich nicht, sondern der Connector ist das, was das Ganze limitiert. Gibt es auch in ein paar weiteren Folgen, wenn ihr da mal in die Immersive Engineering Playlist reinschaut, gibt es dann auch nochmal ein kleines Tutorial zu den Kabeln an sich, warum das auch jetzt so ist und warum das auch in der Realität tatsächlich auch Sinn macht. Das gucken wir uns dann an späterer Stelle nochmal an. Ja, so viel soll es zu den Low-Voltage-Sachen erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.